FIFA 17, Folge 124. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde, es ist eine ganze Weile her, dass ich FIFA gebracht habe. Wirklich gespielt habe ich das letzte Mal am 10. Januar. Ich habe diesen Monat noch gar keinen FIFA gebracht, aber ich will auch dieses Let's Play so wenig wie Just Cause sterben lassen. Und ja, das ist mehr als Spaß und nicht böse gemeint. Bevor natürlich jetzt wieder einer schreit, hey, warum spielst du noch FIFA 17? Es gibt schon FIFA 18. Ich weiß. Aber ich besitze FIFA 18 nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es privat überhaupt noch holen werde. Es wäre auch nicht das erste Mal. Ich hatte auch kein FIFA 16. Ich mache eigentlich immer so, dass ich eine Version, oder oft mache ich so, dass ich eine Version auslasse. Ja. Also ich hole dann 15, 17, 19, 21, also mehr in die Richtung. Und es war halt auch sehr viel Mühe, dieses Let's Play. Und inzwischen habe ich wirklich sehr viele Projekte auf meinem Kanal. Also Unmengen an Projekte. Also von Fortnite und PUBG, was ich da letzte Neue rausgebracht habe und was ich nicht noch alles, Hearthstone, Just Cause, Rainbow, Cooksurf Delicious, ihr wisst ja, Indie, also da ist für jeden was dabei. Wenn jemand das hier nicht sehen möchte, ich zwinge ja keinen, aber wie gesagt, das Let's Play macht mir einfach immer noch viel Spaß, oder sagen wir mal, das Spielen macht mir noch viel Spaß. Und warum soll ich es da nicht aufnehmen? Wenn ich weiterspiele an dem Spielstand, kann ich es auch aufnehmen. Wenn man es nicht sehen möchte, man muss es sich ja nicht anschauen. Okay, so viel dazu. Ich erwähne das in letzter Zeit öfters. Ich weiß, liegt aber auch einfach daran, weil ich natürlich auch immer wieder große Pausen dazwischen habe. Die letzten Spiele waren so lala. Ich weiß noch, in der letzten Folge, da musste ich ein Wiederholungsspiel machen. Das haben wir nur unentschieden gespielt. Dann das hier war 0-0. Im Pokal sah es anders aus. Allerdings in der Liga, auch gegen Hull City, war es nur ein 0-0 und gegen Arsenal ein 1-1, ja. Ich will damit sagen, die letzten vier Ligaspiele haben wir alle unentschieden gespielt. Ich würde jetzt gerne mal wieder eins gewinnen. Die Saison neigt sich auch dem Ende zu. Das ist eine Tatsache. Wie ihr seht, wir haben 24 Spiele absolviert. Es sind insgesamt, glaube ich, ja nicht ganz 40 Spiele. Also ich glaube 38. Also es ist schon noch ein bisschen was. Wir müssen schon noch um die Meisterschaft kämpfen. Ich hoffe auch, dass ich noch eine Saison daran dranlege. Ich habe es mir eigentlich vorgenommen. Ich weiß allerdings nicht, ob das wirklich passieren wird, nachdem ich jetzt so eine lange Pause hatte. Ich muss mal überlegen. Ich hoffe es. Versprechen kann ich es aber irgendwie nicht. Natürlich will ich schon sehen, wie Mali und das alles ausgeht. Aber ich kann zumindest sagen, diese Saison hier möchte ich auf jeden Fall beenden. Machen wir mal das Training, damit wir das mal weghaben. Ich weiß noch nicht, ob das hier eine Management-Folge wird oder ob ich das irgendwie zusammenpacke. Ich muss mal gucken. Machen wir mal ein bisschen Roberts, hätte ich gesagt. Macht man grundsätzlich, glaube ich, nichts falsch. Der kriegt auch wieder seine Mini-Aufwertung. In der Torwartstellung. Ist immer nicht verkehrt. Machen wir den anderen Torwart gleich mit. As usual. Genau. Was haben wir denn noch anzubieten, was wir machen könnten? Passlag wäre interessant. Der echt eine super Durchschnittsnote hat. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Ein Mann für die Zukunft auf jeden Fall. Und er kriegt sogar tatsächlich eine komplette Aufwertung. 74er. Nice. Absolut nice. Ja, Mann für die Zukunft. Auf der rechten Seite auf jeden Fall. Was haben wir denn noch, was sich lohnen würde? Las Kellis ist dicht dran. Das sehe ich gerade. Ja, machen wir mal das. Verspricht am meisten. Auch der bekommt eine direkte Aufwertung. Nice. 75er. Auch schön. Zumindest im Ersatzbereich. Ich hätte gesagt Ödgard noch. Der müsste auch nicht auch irgendwo hier rumfetzen. Der hatte ja ein angenehmes Debüt. Genauso wie Gomez beim anderen Team. Bei Everton. Machen wir noch Ödgard. Machen wir mal das. Und dann wäre das Training abgefrühstückt. Okay. Dann lassen wir die Woche mal sausen. Ich bin nicht sicher, ob gleich nochmal ein Training kommt. Das könnte sein. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine E-Mail. Jetzt könnt ihr Mali, weil ich ihn auch gerade erwähnt habe, auch mal sehen. Den habe ich ja als Vorvertrag. Seht ihr? Ich meine, den bekomme ich für lau, für gratis. 21,5 Millionen wert. Ja, 82er. Ich meine, wenn das nichts ist, zieht euch seine Werte rein. Und ich habe nichts bezahlt für ihn. Ich bekomme ihn einfach so. Dribbling 85. Ja. Also,
Ich sag mal, das ist dann so ein bisschen der Trickser im Zombie-Bereich. Kovalenko ist ja durchaus auch jemand, der ein Tor machen kann. Und Ødegaard ist, glaube ich, auch, weiß gar nicht, beim Dribbling, also soviel ich mich erinnern kann, zumindest mal so gesagt, ist Malli dann, glaube ich, der mit den besten Dribblingwerten und Ballkontrolle. Das heißt, ja, er kann vielleicht auch mal einen Spieler aussteigen lassen oder Chancen herausarbeiten, statt sie selber zu machen, weil er spielt auch furchtbar Kopfball, also Kopfballpräzision 42. Wenn ich überlege, wie gut Kovalenko oder sogar Dings De Jong das machen. Ich wollte einfach mal, dass ihr den gesehen habt. Also der macht auf jeden Fall Kovalenko Konkurrenz und De Jong wird auf die Dauer dann wegen seinem Alter weggehen. Und dann gibt es eben noch Ødegaard, aber was ist das denn für ein cooles Trio? Mali, Kovalenko, Ødegaard. Ja, und wie eben schon erwähnt, also er ist von allen dreien, glaube ich, der beste Dribbler. Und deswegen, ich glaube, Kovalenko kann gut Kopfball und auch knipsen mal als Zom. Er dribbelt gut. Also wisst ihr, was ich meine? Das hat schon was. Ich freue mich auf ihn. So viel kann ich euch sagen. Jetzt wurde ein Spieltermin verändert. Vielleicht, ich weiß es nicht, wegen dem Pokalfinale oder sowas. Oder ich bin nicht ganz sicher. Gegen Man City wurde verschoben. Und da hatte ich wohl noch einen gescoutet. Das ist jetzt natürlich hinfällig. Interessiert uns nicht mehr so wirklich. Also nicht unbedingt. Ja, da kann ich es, glaube ich, bis zum Ende laufen lassen. Schweizer Nationalmannschaft. Eher nicht. Ja, und dann machen wir jetzt halt noch ein Spiel. Obwohl es jetzt schon ein paar Minuten gelaufen sind, aber ich will jetzt nicht wegen 6 Minuten eine Management-Folge machen. Ich werde mich jetzt einfach sputen oder wie man das sagen will und direkt zum Spiel kommen. Gibt es halt heute mal eine 40-Minuten-Folge oder so, ist jetzt auch nicht schlimm. Wir sind zu Hause, das heißt, ja, wir spielen klassisch, würde ich sagen, und die spielen so. Obwohl das eigentlich, machen wir es lieber so, ich glaube, damit komme ich besser klar. Rashford ist ja leider immer noch verletzt. Wir schauen mal, die Grundaufstellung ist klar, die passt. Eine Sturmspitze ist jetzt die Frage. Swansea City sind, glaube ich, relativ schlecht und wir wollten doch mal einen Sieg holen, deswegen glaube ich auch, dass ich mal so spiele. Ruhig mal Gas geben. Ich gucke gerade oder schaue gerade, ob die Aufstellung passt, ob irgendwelche Verletzungen oder sonst was war, aber dem ist nicht so. Das scheint alles zu passen. Decilio ist ja auch zurück. Obwohl ich Diouf zurzeit nicht mehr so wirklich das Vertrauen schenke, muss ich gestehen. Das wisst ihr, deswegen stelle ich mal lieber Dolberg auf. Ich denke, das ist okay. Ja, meinetwegen. Ich nehme ihn aber trotzdem mal mit. Der Rest, ja, ich weiß halt nicht, wegen Rotieren könnte man vielleicht noch überlegen. Wir sind eigentlich nicht die Stärksten. Packe ich mal Ødegaard ein, würde ich sagen. Und ja, vielleicht packe ich auch noch, ja, vielleicht noch Pulisic ein und Stojanov kann man auch mal wieder mitnehmen. Der darf so selten in letzter Zeit. Der Rest ist, denke ich, okay. Also ich gehe schon davon aus, dass wir hier mal 3 Punkte holen. Wir bräuchten auch mal wieder 3. Ansonsten würde ich sagen, ich verändere nichts. Ich schaue noch kurz, ob der Rest passt. Ja, der Ball ist in Ordnung. Legende nach wie vor, natürlich. Ja, müsste hinkommen. Müsste hinkommen. Und dann kommen wir gleich zum Spiel. Es gibt heute eine längere Folge, aber ich will jetzt nicht schon wieder eine Management-Folge machen müssen. Dazu möchte ich jetzt nicht gezwungen sein. Deswegen, was soll's. Auf geht's, würde ich sagen. Hi there, everybody. Alan Smith and myself, Martin Tyler, we're down in South Wales. This game from the Liberty Stadium. And the match for you today, Swansea City against Newcastle United. Newcastle United looking to improve on last week's result, the last game when they were at home and they were held at home when they played it against Everton. Yeah, positive to take from the 1-1. And I do fancy them for a victory here. Ja, es wird Zeit, dass wir wieder einen Sieg holen. Wir haben schon recht. Just to check on the visitors here. They have been exceptional in their away matches. Actually, they've got the best away record in the league. It's been a joy to watch those 6 wins in the last 11 games away from home. It takes some beating that. Beste Auswärtsbilanz, was ich halt auch immer noch so übertrieben gut finde. Wir haben immer noch keine Niederlage kassiert. This is Swansea City's team for you today. Lukas Fabianski plays in goal. Frank Tabanu plays with Kyle Norton as the wide defenders. Jack Cork starts with Leon Britton in midfield. And the main attacker, Borja Bastón. Hat mir jetzt nicht viel gesagt. Ich
bin natürlich relativ kalt. Ich habe ein bisschen Skilltraining gemacht. Aber ich bin natürlich relativ kalt. Ich bin aber froh, dass ich vor dem Endspiel gegen Chelsea hier noch ein bisschen Liga spielen kann. Ist auch bitter nötig. Newcastle United's lineup. Gianluigi Donnarumma is the goalkeeper. Jonjo Shelvey starts. He was man of the match in his last game. And they've got plenty of goal threat with two strikers in the attack. Allein die Bank von uns ist nett, ich weiß auch nicht. Selbst Roberts, der Jugendtorwart, der würde normalerweise bei jedem Zweitligateam oder so Stamm spielen. Wenn wir jetzt ein Zweitligateam wären am Anfang des Let's Plays, da würden wir Roberts spielen lassen. Also wenn wir keinen Donnarumma hätten, so meine ich. Man in charge is Paul Tierney. Jetzt schauen wir mal. Wie gesagt, ich muss mich erst schon ein bisschen reinfuchsen. Aber es ist ja wie Fahrradfahren. Los geht's. It could be a special day this one for Newcastle United. We'll see. They've got the game underway. Trying to stretch the opposition using the wider areas here. Gone for the through pass. Jonjo Shelvey and shoots. He's reached it and turned it aside. Vielleicht mal Warnschuss geben. Corner for Newcastle United. Der kann auch sitzen. Ja, wäre vielleicht an einem Pfosten, oder? Ich bin nicht sicher, der hat sich rausgedreht. Aber Warnschuss, auf jeden Fall Warnschuss. And he's up for the header. And the goalkeeper got across to it. Okay, das ist kein schlechter Beginn. Gleich einige Chancen hier. Der kann auch sitzen. Schade. Schade. It's Bailey. Schade. Die Idee war die richtige. Ach, das war natürlich nichts. Strong, fair challenge pulls out for a throw though. Well, no delay here. Crisp defending there. Jonjo Shelvey. Terrific tackle. Wollte ich gerade schießen. Gerade. Britton. Nice interplay between the two of them. Borja Bastón. Attacking well here. Trying to thread it through here. Eins. It's nicely worked until that point when it broke down. Now they've got to try and regain possession. Florian Thauvin. And in goes the cross. He could do a better cross than that, I think. And it was easy to cope with. Da stand leider keiner. Ihr seht mich etwas ruhiger und konzentriert. Aber ja, der Beginn war nicht schlecht. Ich meine, waren die überhaupt schon mal vor uns im Tor? Also wir machen ganz gut Druck. Auch der Fehler, den sie gerade gemacht haben, ist eher ein Fehler, der durch den Druck entsteht. Das mit Sicherheit. Kovalenko moving forward again. And Newcastle United. Nicely played through ball. The shot's on! Okay. Weiß nicht, wie er den gehalten hat. Eigentlich alles richtig gemacht, ruhig geblieben, geschossen. Weiß nicht, wie er den gehalten hat. Aber er hat ihn gehalten. Die kommen nicht wirklich raus, da hinten könnte es sein. Es scheint so. Borja Bastón. Trying to switch on the attacking power in this situation. Alles klar, komm ich auch. Das war leider schlecht geklärt. Jetzt komme ich gerade nicht an den Ball. Montero! Got in the way. Defender to it first. Relativ laut sind sie. Das ist so nett. Jetzt habe ich gerade ein bisschen zu lange auf ihn gestarrt, auf den, wo ich hin wollte. Und da ist der Ball weg.
brilliant team play this with the putt. He can put them in front. Der Schuss war nichts. Schade. Der war nichts. Leiter. Obwohl das eine gute Chance war, aber der Schuss war nichts. I don't know whether the visitors will be being G'd up by their manager not to take this one lightly, but it was a pretty comfortable win. They had the superiority on their own ground, but you know, football is strange. The game should be played without the side. Space for the shot. Alles klar. Gone for goal in spectacular style. Ich glaube, er wollte gerade sagen, dass wir das Hinspiel gewonnen haben, wohl auch deutlich. Ja, kann ich mir vorstellen. Sollten wir halt wiederholen nach Möglichkeit. Ja, drück doch noch ein bisschen mehr. Ja, wow. Kyle Norton. Ja, ist halt Legende, gell? Schon immer gewesen. Haben die Hosen voll oder was soll das jetzt werden, was die da machen? Jetzt haben sie seit 5 Minuten da hinten rumgespielt. Jack Cork. Tabanu. Well, let's pop over to Alan McAnally, who's at the Etihad Stadium today. Alan, what have you got? It's a second goal for Manchester City. It's been scored by Sergio Aguero. He won the aerial battle and guided home a header. 36 minutes played. 2-0. Well, many thanks, Alan McAnally, keeping us up to date. Ja, natürlich. Also jetzt bin ich selber ein bisschen, ich weiß nicht, da stand jetzt keiner und ja, ich bin noch nicht so richtig warm. Ganz klar. Das ist ganz offen. Ja, was heißt denn? Leon Britton. Und noch ist das ein durchwachsenes Spiel. Es ist kein schlechtes Spiel, aber durchwachsen. Jetzt hat der seinen Fuß noch dazwischen der Abwehrspieler. Das habe ich extra ganz langsam gemacht, ruhig gemacht, gewartet. Der hätte auch gepasst, glaube ich. Und jetzt hat der seinen Fuß noch dazwischen. Das hat aber ein Tor gerettet, oder wenn man sagen will. Auch das noch. Nein, der Nächste, der auf der Linie rettet. Das wäre ein Kopfballtor von Ginter gewesen. Er hat nicht viele gemacht. Ja gut, das ist natürlich zu weit weg. Also es waren jetzt zwei Situationen, beide auf der Linie gerettet. Oh mein Gott. Alles klar. Okay. Es ist natürlich schade, vorsichtig gesagt. Ich wollte eigentlich auf Torwart spielen, nicht auf Kovalenko. Aber wir machen jetzt wieder ein bisschen mehr Druck. Jetzt ist wieder die bessere, der bessere Zeitpunkt angebrochen, oder wie man sagen will. So wie am Anfang der ersten Hälfte. Jetzt hat er Platz. Schade. Ich wollte ihn eigentlich ein bisschen vom Torwart wegziehen, hat auch nicht so richtig wollen. Das war die erste Halbzeit. And we haven't yet got a goal to bring to you. 0-0 at half time. We've got a few players in this first half who picked up that old nickname Jigsaw because they've gone to pieces in the box. They haven't taken those chances that have been well made for them. Yeah, to say they've lost the cool would be putting it mildly. It's been not the best exhibition of clinical forward play from that lot. Ja, was soll ich sagen? Ich bin nicht unzufrieden. Machen wir direkt weiter. Wir brauchen ein Tor. Ganz klar. Ich spiele mal ein bisschen offensiver. Es läuft nicht schlecht, Freunde, aber... Ja, okay. Abwarten. Aber es läuft nicht schlecht. Wenn wir so weiterspielen, fällt auch irgendwann das Tor für uns. Denke ich mal. Würde ich behaupten. Inzwischen hätten wir es auch, finde ich, verdient, dass wir ein Tor machen. Ja, machen wir es da. Dann halt kein Pass. Jonjo Shelvey. Der war zu weit. That ball belongs to the goalkeeper. Der war zu weit. Moving forward again, and Newcastle United. Das gibt's doch nicht. Stopped emphatically and just as well. The approach play looked very encouraging. He's got his auch tackle in. Unser, the ball's gone out now. Substitution time. Coming onto the pitch. Looking for an opening with some good controlled build-up. Tabanu.
Kann man pfeifen, wenn man möchte. They cope with it well defensively. Also der nimmt den Ball nicht vernünftig an, also das habe ich jetzt nicht verstanden, warum der den so komisch angenommen hat. Aber okay. Da war ich auch dran. Das hätte mein Torwart eher noch, wie soll man sagen, war nämlich noch dran, glaube ich. Ah, nee, war nicht mehr dran, okay. Dann muss man nicht halten. Ich muss entschuldigen, ich bin in dem Spiel so ein kleines bisschen flotter unterwegs, was die Cutscenes betrifft. Weil ich schon weiß, dass wir vorher schon so viel Zeit verplempert haben. Und ich das nicht über Länge haben will, die Folge. Deswegen nicht wundern. Was war jetzt da ein Foul? Habe jetzt nicht verstanden. Aber okay. Wie ihr meint. So schlecht war der gar nicht. So schlecht war der gar nicht. Special efforts, but not quite. Yeah, I mean, it wasn't the easiest of areas to score from, so it wasn't a bad effort. Ist okay. Ich meine, ich kann nicht mehr als in die Richtung zielen und Pass drücken. And in goes the cross. Torwart. Well, we're two-thirds of the way through the 90 minutes, half an hour to go. Halbe Stunde haben wir noch. Jetzt wird es Zeit, dass wir ein Tor machen. Sonst haben wir wieder einen Unentschieden. Also das wäre dann, glaube ich, das vierte in Folge oder fünfte in Folge. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Auf jeden Fall wird es jetzt also mir ein bisschen zu viele Unentschieden. Nicht, dass wir irgendwann den Platz 1 noch hergeben. Das wäre unschön. Weil den wollte ich eigentlich schon behalten. Just a little nudge to nudge you in the direction of what's coming up on EA Sports for you. Our coverage of the Premier League fixture for Swansea City. Ich muss mal gucken, ob ich was auswechseln kann. Ich wüsste gerade noch nicht so richtig was. Ich bring mal Gio für Dolberg, der hat nicht so viel gerissen. Vielleicht kann er ein bisschen was machen, denn er ist relativ schnell unterwegs. Ja. Aber das ist schon das nächste? Ich denke, wir hatten vorher noch ein Ligaspiel. Das kann natürlich sein, dass das City-Spiel war, was sie verlegt haben. Da haben wir aber ganz schön lange Pause vor dem Pokalspiel. Aber das ist dann halt so. Können sie sich wesentlich erholen. Da konnte ich mich ja wenigstens in dem Spiel noch warm spielen. Bisschen Moritz habe ich ja schon vor dem Spiel gegen Chelsea. Ich schieb's fast ein bisschen vor mich her. Aber irgendwann muss ich es machen. Matthias Ginter. Jonjo Shelvey. Now Bailey. Tried to tackle here and he's done that. Oh. Goal news from West Ham. It's a second goal for West Ham United. It's been scored by Dimitri Payet. He started his run from the middle of the field, went past every challenger with ease before guiding the ball past the oncoming keeper. 69 minutes. Wird Zeit, dass ich mal an den Ball komme. Free kick awarded here against Newcastle. Ich muss nochmal wegen der Auswechslung schauen. Das ist mir zu wenig, ehrlich gesagt. Ich bringe mal Pulisic und zwar für Bailey. Tabar war öfters mal, wie soll man sagen, hatte ich das Gefühl, mit inbegriffen. Bailey hat man fast gar nicht gesehen. Ja, ist mir eigentlich zu wenig, ehrlich gesagt, 0-0. Good work by the goalkeeper. We saw the free kick coming. Wir hatten jetzt in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr so viele Chancen, finde ich. Also in der ersten Halbzeit, ja, zieht er noch ein bisschen mehr an mir, ganz ehrlich. Also viele Chancen waren jetzt nicht in der zweiten Halbzeit. Das ist auch zu weit. Ja, läuft nicht so richtig gerade. Kovalenko. And Newcastle on the attack. He can put them in front. Well, the opposition must have thought they were holding out, but it's a good goal past them. Tja, mir reicht eine notfalls. Also Chance, Mensch. Gott, war das still, als ich den reingemacht habe. Das ist halt Kovalenko. Das sagt noch einer, der kann nicht dribbeln. Ja, das würde mir reichen. Keine Frage. Sehr gut. Sein siebtes Tor immerhin schon. Guter Mann.
Auch aufgebaut. Genau wie Donnarumma. Jetzt können wir auch zurückgehen auf normal. Angriff. Also ausgeglichen. Here's a chance to attack. Time very much against Swansea. Well, I think we're going to see some Route 1 stuff. Bin ich auch gespannt, ob sie aufmachen. Might not be pretty, but I'll be hoping it'll be effective. Ach, schade, der Gedanke war der richtige, aber. Oh. Wann das? Ich wollte gar nicht schießen, ich wollte Ball abnehmen. Oh, jetzt haben wir noch eine Ecke, oder? Was war denn das für ein Torwart? Das hat mich völlig überrascht. Ich könnte noch einmal wechseln. Was haben wir denn noch? Das hat mich jetzt gerade überrascht. Gute Frage. Lass mal steuern aufs Shelby, scheint auch ziemlich am Ende zu sein. Darf der noch spielen? Gut, das war jetzt nicht so spannend. Fast zu weit, oder? Obwohl, wenn ich ihn auf der. Ich wollte eigentlich Korbalenko auflegen, ehrlich gesagt. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mir nicht noch eine Konterchance jetzt eingebrockt habe irgendwie. Jetzt muss ich aufpassen. Danke, kein Thema. Danke. Er hat es wieder gut gemacht, indem er mir das wieder zurückgegeben hat, oder? Stojanov mit einem schönen Pass. Nein! Nicht dein Ernst! Mensch, Mitrovic, der muss drin sein. Ich kann nicht mehr als auf die Ecke zielen. Ah, natürlich, du mich auch. Von uns noch in denen. Nochmal Ecke. Ich meine, es ist nicht meine Zeit, die hier verläuft. Muss ein bisschen mit dem Abseits aufpassen. Ja, okay, was soll's. Muss auch nach hinten jetzt ein bisschen. Mach jetzt mal hinten zu. Yeah, they're doing their bit, the supporters, they really are. So, just wonder whether it can. Steuern auf Visier am Trickseln oder was? And in goes the cross. Das war auch nicht sicher. Also vom Abwehrspieler. Well, that should give these players some encouragement because they've been playing pretty well and they just need to take the chances now. Nein, ist nicht. Federico Fernandez. Jack Cork. Ich stelle noch auf Konter um. They know the clock is against them, but the opposition is doing well against them as well. Ja, sorry, mein Freund. Ich glaube, ich bolze ihn auch einfach nach vorne. Ja. Reicht mir. Great example here of counter-attacking football, Alan. They drew the opposition onto them. They did, and they have got players with pace, and they've certainly got lads out there that can finish, as they showed. Also ich bin zufrieden, es war jetzt nicht überragend, oder wie man sagen will. Aber okay. Yes, some really good counter-attacking football we saw out there and deserved winners. 3 Punkte sind's und wir haben mal wieder einen Sieg geholt. Es war auch nicht unverdient, finde ich. Das werden die Statistiken wahrscheinlich auch zeigen. Wir schauen uns mal die Tore an. Oder das eine Tor. War eigentlich schön rausgespielt, finde ich. Und vor allem hat er ihn schön aussteigen lassen. Und dann einfach reingestreichelt. Ja, gibt es eigentlich nicht viel mehr dazu zu sagen. Wir hatten genug Chancen, das ist nicht der Punkt. Und ich glaube, es war auch nicht ganz unverdient. Wir schauen uns noch schnell die Bewertungen an. Kovalenko hat natürlich gut gespielt. Lazar hat gut gespielt. Diouf war sogar gut bewertet. Torwart. Ja. War keiner wirklich mies. Und das war das Spiel gegen Swansea. Wenn ich das richtig verstehe, haben sie das nächste Ligaspiel verschoben, sodass in der nächsten Folge dann tatsächlich das Pokalspiel kommt. Ja, ja. Allerdings haben wir da ewig Zeit vorher, das ist ja brutal. Es kann sein, dass das aber wiederum eine Management-Folge wird, weil ich einfach das Pokalspiel alleine stehen lassen möchte. Da haben sie City-Spielen gebatscht, also warum sie das kurz danach, also das, ja, vielen Dank, das verliere ich ja mit Sicherheit.
Egal, ich habe jetzt hier ein bisschen Gas gegeben, damit die Folge hier nicht so lange wird. Die nächste könnte eine Management-Folge werden, einfach weil auch zweimal Training drin ist und dann so für sich alleinstehend das Finale, nicht wahr? Das will ich ja schon extra präsentieren. Für diese Folge war es das jetzt aber auf jeden Fall. 3 Punkte sind unser. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.